Ja, hallo zu einem Webcast über Gitolite und das Berechtigungssystem, wie das Ganze funktioniert. Und zwar zeige ich das mal kurz anhand von unseren Repositories, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wir betreiben Gitolite auf einer Linux-Büchse, haben das aber auch schon auf einer Windows-Maschine gemacht, also auf einem Windows-Server, und haben da auch keinerlei Probleme. So, ja, aber das Berechtigungssystem ist bei beiden das gleiche. Und zwar arbeitet es im Prinzip mit so einem zwei Schichtenmodell. Das eine ist quasi so diese allgemeine Schicht, die dann für alle Repos gilt oder für die Repos, die man das eben konfiguriert hat. Und dann kann man quasi nochmal speziell im Repo über eine Datei das Ganze übersteuern. Ja, also quasi mit so Vererbung, und man kann dann aber unten nochmal das Ganze übersteuern. Und wir fangen an mit der obersten Ebene. Wir haben das so gemacht, dass wir diese Datei, wo man das Ganze konfiguriert, die liegt in dem Gitolite Admin Verzeichnis, was wir gleichzeitig als Repository freigegeben haben, damit man da einfach schnell lokal sich das Repo ziehen kann und kann dann direkt in der Datei Änderungen durchführen und kann das Ganze wieder pushen. Ja? Aber man könnte natürlich auch direkt auf den Server gehen, wo Gitolite installiert ist, und kann dann dort diese Gitolite-Config-Datei ändern. Also gitolite.conf, so heißt die Datei, die liegt eben hier drin. In dem KeyDir sind die ganzen Public Keys der Developer oder der Teilnehmer quasi, das Ganze Git benutzen. Und da brauchen wir jetzt aber nicht groß reinschauen, ist ja uninteressant. Und hier in dieser diesem Conf-Ordner gibt es eben diese Gitolite-Config-Datei. Ich habe hier mal beispielhaft unsere genommen, habe hier allerdings ein bisschen das Ganze anonymisiert. Wir arbeiten primär mit solchen Gruppen, die man sich anlegen kann, relativ einfach zu definieren. Hier gibt man einfach getrennt durch ein Leerzeichen die einzelnen User an. Ich habe jetzt das, wie gesagt, einfach mal ersetzt. Hier sieht man ja noch meinen Username. Und dann arbeiten wir primär mit diesen Gruppen. Da könnte man jetzt beispielsweise pro Kunde eine Gruppe anlegen, also alle, die dem Kunden XY zugeordnet sind. Sagen wir jetzt mal, das sind 10 Entwickler dran. Dann wird man die einfach der Reihe nach hier aufschreiben, und dann kann man diese Gruppe auf alle Repositories anwenden, die dem Kunden zugeordnet sind. Da kommen wir gleich nochmal zu, wie man dann eben solche Hierarchien komplett durchvererbt. Aber zunächst mal nochmal zu den Gruppen. Also wir haben so eine All-Stars-Gruppe, das heißt, die sind im Prinzip haben in jedem Repository Vollzugriff. Das sind typischerweise die primären Admins, die eben alles verwalten können. Und dann haben wir eben noch so projektmäßig oder produktmäßig das Ganze zugeordnet. Auch unsere Admins möchten wir jetzt dann hinzunehmen, die ihre Skripte da drin verwalten sollen. Und wir haben auch Redakteure, die daran arbeiten können. Ja. Also so macht man dann Gruppen in Gitolite. Hier sieht man dann diese einzelnen Repositories. Hier haben wir, wie gesagt, dieses Gitolite-Repository, was ich jedem empfehlen kann, weil es dann einfach angenehmer ist, das schnell zu editieren und einfach wieder zu pushen, und schon ist die Änderung erledigt. Ein Testing-Repository wird, glaube ich, von Gitolite standardmäßig angelegt. Da hat auch jeder gleich Vollzugriff oder nahezu Vollzugriff. Das ist also auch standardmäßig mit bei. Und jetzt will ich das aber mal überspringen und will gleich zu dieser Vererbung gehen, und zwar am Beispiel der Core-IT. Und hier arbeiten wir mit sogenannten Wildcards. Das heißt, alles, was von der Hierarchie unterhalb von Core-IT kommt, bekommt diese Berechtigung automatisch gesetzt. Ja, also das ist diese Vererbung. In dieser File speichert man quasi das Standardverhalten ein. Das macht primär dann Sinn, wenn man eben solche Wildcards verwenden kann. Und wenn man dann eben noch irgendwo weiter unten irgendeine Spezialberechtigung setzen muss, dann macht man das lokal in diesem Repo. Das zeige ich dann auch gleich, wie das geht. Zunächst einmal hier zu dieser Wildcard-Geschichte. Hier kann man dann zum Beispiel für Branches sagen, dass User Zugriff haben. Also beispielsweise, wenn ihr externe Entwickler dazu holen, ihr wollt nicht, dass die euren Develop und Master Branch anfassen, einfach weil das für euch die elementare Branches sind, dann könnt ihr denen auch nur für Feature Branches Berechtigung geben. Dann könnt man jetzt hier quasi reinschreiben Feature. Ne? Hier sind es zum Beispiel Redakteure, das haben wir hier unter Editors. Und da kann man jetzt eben einzelne User hinschreiben oder gleich diese Gruppen, also entweder die selbst erstellten oder die standardmäßig, die es gibt. Und eben hier steht dann, was für Berechtigungen da zugeteilt werden. Da schreibe ich nachher in die Shownotes einen Link, wo man nachschauen kann, wie das alles zusammenhängt. Das ist ein bisschen kompliziert, nicht ganz so übersichtlich, finde ich. Aber wenn man sich mal reingefuchst hat, man kann es ja auch kurz testen, ob das dann funktioniert, wie man das möchte. Dann geht das Ganze schon. Und noch,
noch eines, was man auch machen kann für Tags. Ja, hier oben haben wir noch so ein Beispiel, genau. Man kann also auch noch sogar sagen, wer darf taggen und wer darf nicht taggen, wer darf nur in Feature Branches arbeiten, wer darf Branches löschen, ja, wer darf wirklich alles machen, also jetzt hier beispielsweise, in dem ist es so geregelt. Und dann noch eine Geschichte, das ist diese Option Default Roles. Da komme ich jetzt zu, wenn es darum geht, das zu übersteuern. Ja? Also merke, in dieser Gitolite Conf-Datei, da werden die Standardeinstellungen gespeichert. Und wenn man das jetzt überschreiben will, schauen wir uns das jetzt auch an. Man könnte hergehen und könnte natürlich einfach nur diese Gitolite Conf verwenden und macht da alles einzeln. Das wäre dann relativ schnell unübersichtlich und außerdem hat man dann eventuell das Problem, dass man quasi diese sich standardmäßig Sachen überschreibt, wo man dann nachher keinen Durchblick mehr hat. Habe ich jetzt quasi irgendwo unten die Vererbung gestoppt und so weiter und so fort. Und deswegen hier speichert man einfach in der Regel, wie gesagt, man kann es umgehen, aber ich würde es empfehlen, speichert man in der Regel einfach die Standardeinstellungen für alle Repositories, am besten eben mit diesen Wildcards. Man kann das natürlich auch noch schachteln, man kann es sagen, alles unterhalb von Co-IT, Gems, Slash und dann Stern, da haben zum Beispiel externe Entwickler Vollzugriff drauf, kann man zum Beispiel auch so steuern. Und jetzt schauen wir uns an, wie man das Ganze noch auf also für das jeweilige Repository übersteuert, also die Vererbung quasi für bestimmte Sachen außer Kraft setzt und die übersteuert. So, und dazu geht man auf den Server drauf. So, man braucht Super-User-Rechte, am besten mit dem Git-User das Ganze machen. Und schauen wir uns das mal an. So, da haben wir jetzt, also hier liegen die ganzen Repositories drin, wie wir hier sehen. Wir haben hier so eine Unterteilung nach Kunden oder nach Firmen. Und jetzt gehen wir mal in das Co-IT-Repository, wenn wir uns das auflisten. Hier sind dann die ganzen Repos. Und anhand von .git weiß man, okay, das ist jetzt tatsächlich ein Repo. Und wenn das .git fehlt, dann handelt es sich nochmal über einen Ordner, der quasi weitere Repos enthält. Beispiel hier Tools oder Gems. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in Gems gehe, dann finde ich hier weitere Repos. Ja. Oder wenn ich in Tools gehe, ist es das Gleiche. Finde ich hier, da ist jetzt zufällig nur eins drin, da kommen noch weitere. Aber so ist es dann eben aufgebaut von der Logik von Gitolite. Ja. Und ich gehe jetzt vielleicht mal in, wohin gehen wir? Ich gehe jetzt in Homepage. Eins zurück. Ah, das war jetzt natürlich blöd. CD, Core IT, jetzt haben wir es. Genau. Also weil .git steht, ist es eben jetzt schon das Repo und kein Überordner. Und wenn wir uns hier jetzt anzeigen lassen, was für Dateien da drin liegen, dann finden wir hier diese GL Perms. Und das ist die Datei, mit der man jetzt nochmal übersteuern kann für das Repo, ob man irgendwelche Sonderrechte verteilt. Typische Fälle sind, man möchte einen externen Entwickler Zugriff auf das, also zum Beispiel einen Vollzugriff oder die Berechtigung geben, auch Branches zu löschen. Dann kann man das hier eben einmalig für dieses Repository übersteuern. Sagen wir jetzt mal unten den Gems, wir haben 10 Gems und wir möchten in dem einen Gem eben dem Entwickler XY, ein externer, dann die Möglichkeit geben, dass der auch am Master Branch arbeiten kann oder dass er auch Branches löschen kann. Ja, dann würde ich das typischerweise da in diese GL Perms reinschreiben. Ja, und wenn wir uns die anschauen, dann sieht die so aus: Owners All Stars Web. Ja, und wenn wir uns jetzt noch mal hier anschauen, das ist nämlich genau das, was hier steht: diese Option Default Roles minus 1. Hier steht, dass dass quasi immer, wenn ein Repo angelegt wird, dass in diese GL Perms genau das hier reingeschrieben wird, und zwar, dass die Allstars und in dem Fall jetzt noch die Gruppe Web eben Owners sind. Da kann man auch mal in die Doku reinschauen, hier gibt es noch andere Möglichkeiten, das ist einfach mal die ich euch zeigen wollte und die wir verwenden. Und jetzt könnte ich eben hergehen und könnte, ich gehe mal hier wieder raus, und könnte jetzt einem weiteren Anwender hier Zugriff geben. Das geht wie folgt. Ich suche mir gerade nochmal einen Befehl raus. Wir machen was, wo haben wir es? Ich habe es extra weggespeichert, weil es ein bisschen länger zu tippen ist. Genau, so können wir das machen. So, jetzt hat unserem externen Entwickler, dem Michael, möchte ich jetzt beispielsweise hier drauf Zugriff geben, weil der standardmäßig keinen Zugriff hat, weil der eben hier nirgendwo aufgeführt ist und keiner dieser Gruppen enthalten ist. Ja?
Und jetzt möchte ich dem zum Beispiel Lesezugriff geben. Das heißt, ich füge ihn dieser vordefinierten Gruppe Readers hinzu. Die Readers sind hier auch bei R, ja, R für Readers drin. Und möchte dem jetzt eben Zugriff auf das Repository CoreIT Homepage geben. Ja? Und das, so lautet der Befehl. Und das werde ich auch in die Shownotes reinschreiben oder in den Blog reinschreiben, dass ihr den Befehl habt. Ja? Und wenn ich jetzt hier Ende mache, muss ich noch kurz Yes machen. Mal kurz gucken, ob es funktioniert hat. Hat es noch nicht funktioniert. Das könnte jetzt auch daran liegen, dass ich mit einem anderen User angemeldet bin. Ich mache das gerade noch, also wir sind ja hier jetzt unter Git. Und jetzt mache ich mal Folgendes. So müsste es funktionieren. Ja, genau, so funktioniert es jetzt, weil ich eben mit meinem User darauf zugreife. So, und wenn ich jetzt hier reinschaue, müsste jetzt hier eben unter Readers der Michael Martin eingetragen sein. Ja, genau, hier. Unter Readers ist er eingetragen. Und das war auch unser Ziel. So, jetzt schmeiße ich es wieder raus, einfach 200 zu Demo-Zwecken. So, halt WQ muss ich machen. Ja, und der war da eben mit Readers eingetragen. Hier oben sind diese Owners, da können jetzt auch noch zum Beispiel Editors drin sein oder Writers könnten da reingeschrieben werden. Und so mache ich das Ganze. Ja, das heißt, es ist eben diese zwei Schichten, dieses Allgemeine. Und dann, wenn man es übersteuern will in diesen GL-Perms, kann man das unten drunter. Ein anderer Anwendungsfall beispielsweise, den wir haben, ist, wir haben noch unter User, hat jeder sein eigenes Repository, einfach um ein bisschen rumspielen zu können, ein bisschen experimentieren zu können. Und wer weiß, ob das, was man experimentiert, nicht später dann doch mal gebraucht wird. Deswegen sind eigentlich alle Entwickler dazu angehalten, immer gleich Repository erstellen, lieber mal pushen. Wer weiß, ob du es mal im Jahr oder so brauchst. Und Repositories einfach erzeugen, ist einfach günstig. Ja? Besser wie wenn man dann später sagt, oh, hätte ich es bloß behalten, ja, ich brauche es jetzt doch. Und da kann es jetzt eben mal sein, wenn ich jetzt so ein privates Repository habe, also bei mir jetzt beispielsweise, und ich habe da rumgespielt und 3 Monate später kommt der Kollege, oh du hast du da mal vor 3 Monaten mal rumgetestet mit irgendwas, kannst du mir das mal zeigen? Ja, und dann kann ich ihm da kurzfristig drauf Zugriff geben, indem ich eben so einen Befehl ausführe und sage, okay, das Beispiel wäre jetzt bei uns, die User-Verzeichnisse sind jetzt beispielsweise die hier und ich habe jetzt hier noch irgendwie lauter Unterrepositories, die eben mir privat zugeordnet sind. Auf die jetzt standardmäßig haben nur ich Zugriff und da kann ich jetzt eben dafür sorgen, dass da auch ein anderer, ein weiterer Zugriff bekommt. Das sieht man hier unten, ist auch wieder über eine Wildcard geregelt. Users, Creator, also Creator wäre jetzt zum Beispiel ich, ne, Uli Armbruster. Und standardmäßig das scheint mir jetzt aber falsch zu sein, ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Kann aber sein, dass es Absicht war, muss ich nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall, hier ist mal so definiert, dass in diesen User-spezifischen Repositories eben Creators, Writers und Readers standardmäßig mal hinterlegt sind und jetzt könnte ich da hergehen und könnte zum Beispiel dem Kollegen aus dem Webbereich, wenn die da Zugriff haben wollen, füge ich die mal als Readers hinzu, ja, oder ich gebe denen gleich sogar Schreibzugriff, wobei das bei User-spezifischen Repositories eher weniger Sinn macht. Da geht es ja eher darum, dass die mal sich schnell was anschauen können, womit man rumexperimentiert hat. Ja, so, das heißt, also das war mal ein Befehl, den man häufiger gebrauchen könnte. Und da wir jetzt eben dieses Zwei-Schichten-Modell haben, möchten wir ja jetzt am Schluss aber konkret wissen, wenn quasi alle Regeln angewandt wurden, hat dann derjenige Zugriff zum Beispiel auf einen bestimmten Branch oder hat derjenige die Erlaubnis, in diesem Repository zu löschen. Ja, und dafür gibt es auch einen Befehl. Und der sieht wie folgt aus. Habe ich auch mal hier 2 Beispiele. Warte mal einen Blick. Wo haben wir das? Da haben wir es. Ich nehme jetzt mal als erstes den hier. Zack. So, wobei, wir sind hier drin. Dann lösche ich das mal Ganze. So, und jetzt möchte ich gucken. Hat Uli Armbruster Leser, also R für Lesen, Zugriff auf dieses Repository. Auf dieses Repository. Und zwar für den Branch Master. Ja, dann führe ich das aus. Und dann steht hier A, also hier ist die Legende, das kann sich dann jeder durchlesen. Hier steht dann eben, ja, ich habe Vollzugriff auf das Repository. Und zwar, wenn jetzt eben diese ganzen Berechtigungen zusammengeführt werden, bleibt am Schluss das hier übrig. Und also ich habe in dem Fall Lesezugriff. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, hat zum Beispiel der Kollege Lesezugriff?
Der hat keinen. Hier kommt's. Failed. Denied due to fall through. Also keine Rule matched. Deswegen hat er keinen keinen Lesezugriff. Der wird dementsprechend auch keine Berechtigung haben. Zum Beispiel D steht für Delete. Also wird er auch nicht löschen können. Jetzt überlege ich gerade, ob wir da zufällig jemanden haben, der nicht löschen kann. Ich glaube allerdings nicht, dass das der Fall ist. Naja, die Schreibzugriff oder die Leszugriff haben bei uns in diesem speziellen Fall auch immer Löschzugriff. Ja. Aber so kann man dann quasi hier noch angeben, auf welche Berechtigung man prüfen will, auf welches Repository und dann zum Beispiel geht es um Branches oder Tags oder so weiter. Ne? Und ich werde das alles in die Release Notes packen und ich hoffe, es hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.